früh morgens, 11 Uhr. Und wir werden jetzt mal rumgucken. Es hat sich sehr aufgekaltet. Wie heißt das? Auf jeden Fall heller geworden. Heller ist es auch geworden. Es ist sehr viel kühler geworden. Wir waren gestern Abend unterwegs, war sehr nett. Irish Pub um die Ecke, Hotel Prima. Und ich kann nichts, überhaupt nichts sagen, was wir so machen, weil das ergibt sich danach, wie das Wetter sich gestaltet. Das Wetter ist nicht dolle. Aber an manchen Orten ist es blau und an manchen ist es grau. Mal schauen. So, Stand 12:10 Uhr, völlige Änderung, plötzlich warm, alle Schichten ausgezogen und vielleicht haben wir ja doch mal Glück. Und gleich fahren wir übers Land. Das ist hier gleich um die Ecke vom Hotel. Schöne Farben. Unser Hotel-Apartment hatten wir diesmal oben rechts in der Nähe von Alcudia gewählt. Das bedeutet, länger hinzufahren ab Airport, aber eine gute Ausgangsposition für Gebirgstouren im Norden. Da der Wettertest gut ausgegangen war, ging's jetzt ins Gebirge. Aber was wir nicht wussten, erstens, die ganze Insel kann Sonne haben, aber das Gebirge liegt unter Wolken. Zweitens, du fährst dir einen Wolf. Stundenlang Terpentin, zig Kilometer lang, kein einziger Anhalteplatz bis hinter dem Kloster Luk. Und letzteres haben wir auch noch ausgelassen, weil schon das Parken 5 Euro kostete und die Anlage nicht allzu interessant zu sein schien. So kamen wir erst nach 1,5 Stunden im ersten verwertbaren Mirador an. Wenn das Licht da wird, dann mache ich lange. Gold. Also fast brandneuer. Das Auto füllen. Ja, habe ich schon. Aber ohne Sonne bringt das nichts. Genauso wie 2005. Sag doch mal, wo wir hier wohnen. Wo wir hier sind. Fotta. Denk an Asterix. Fotta Lux. Ja, ein preisgekröntes Bergdorf. Gerade ist die Sonne mal wieder da. Und wenn so ein Bergdorf preisgekrönt ist, dann muss auch gleich wieder Geld genommen werden fürs Parken mit blauen Streifen, was man hier erkennen kann. Guckst du mal mit dem Turm im Hintergrund in den Bergen. Wie heißt der Ort noch? Genau, wie Asterix. Schön. Ein mehrfach preisgekröntes Bergdorf besuchen? Lohnt sich das? Fauna Lux lohnt sich. Reizvoll und ursprünglich ziehen sich enge Gassen und Gänge den Berg hinauf. Einen Schrank möchte ich allerdings dort nicht hochtragen.
schön alt. Nach 630 Treppen. Ein leckerer mallorquinischer Mandelkuchen rundete die kleine Tour ab. Ich war meiner schon sehr wenig Tartar. Das ist auch wieder Sonderwerk, da ist das gekommen. Doch, ja, jetzt ist Farbe drauf. Das ist nicht denn. Du bist ganz so warm. Ja, ich kann ja schon mal mit dem Brötchen Alarm anziehen. Damit soll ich...